Das hörte sich gar nicht gut an. Also, ich habe jetzt gleich eine Besprechung mit der Pride Group. Pride Group in Deutschland ist der Vertrieb für die Produkte von Cabrinha, von NP, also diese Neoprenanzüge, die früher Neil Pride hießen, die nennen sich jetzt NP, und von Roberto Ricci. Und da ich mal wieder zu spät bin, habe ich wieder mein Schokofrühstück, Eiweißriegel und Flüssignahrung, Eiweißshake. Das sollte für die nächsten Stunden reichen, um meine großen Muskeln mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Scheiße, die sind gefroren. Das war doof. Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Ich bin jetzt gerade seit 2,5 Stunden dabei, E-Mails zu beantworten und Pakete zu packen, weil um 14 Uhr, also sprich in 1,5 Stunden ungefähr, kommt der GLS-Transporter und wird alle Pakete abholen. Bis dahin muss alles fertig sein, was gestern an Bestellung reingegangen ist. Ja, das ist so quasi mein Arbeitsalltag, bevor ich dann heute Abend wieder mit dem Kiteboardbau weitermachen kann. Viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass die Lagerführung bei KiteBuddy auf so einem hohen Niveau läuft, dass selbst die größten Online-Händler wie Amazon und andere mich darum beneiden. Ich habe da etwas entwickelt, was weltweit einzigartig ist, und das ist das KlepMe-Lagersystem. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für jeden Artikel gibt es einen ganz bestimmten Code, wie ich hier im Lager klatschen muss, damit die Sachen hergeflogen kommen. Das ist ganz simpel. Beim Trapez funktioniert das folgendermaßen. Ich muss halt mit der Faust auf Holz draufschlagen und für die Größe M muss ich zweimal klatschen, für die Größe S nur einmal. Also, schaut euch das mal an. Geile Nummer, oder? Das Neoprenlager hingegen reagiert auf das Klicken von einem Kugelschreiber. Einmal drücken bedeutet Neopren-Beanie und dann wieder klatschen für die entsprechende Größe. Da ich Größe S brauche, muss ich nur einmal klatschen. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt noch circa 2 Monate Zeit, bis die neue Kitesurf-Saison losgeht. Und so wie jedes Jahr bin ich jetzt gerade dabei. Ich fange jetzt wieder einen neuen Rettungsschwimmerscheinkurs an. Why not? I can't swim. You can't what? I can't swim. How old are you? 6. So, Level 1 vom Rettungsschwimmerschein Silber habe ich hinter mir. Ich musste jetzt gerade 400 Meter schwimmen unter 15 Minuten. Ich habe 12.30 oder 12.55, glaube ich, gebraucht. Grundvoraussetzung, 400 Meter schwimmen bedeutet 50 Meter kraulen, 150 Meter Brust und dann 200 Meter Rückenschwimmen, nur mit Beinarbeit, also ohne Armarbeit, und das Ganze halt in der vorgegebenen Zeit. Habe ich hinter mich gebracht und ich sehe jetzt gerade, nächste Woche ist 300 Meter Kleiderschwimmen innerhalb von 12 Minuten nur und Sprung aus 3 Meter Höhe. Also die Sachen stehen mir noch bevor und dann geht es weiter. Ich habe hier noch irgendwie so 10 andere Sachen, die ich machen muss. Aber die haben gesagt, bis zum Saisonstart, April, kriege ich noch alles auf der Kette. Also macht euch keine Sorgen, sollte mal am Kitespot was passieren, bei irgendeinem Event von mir, ich springe rein und hole euch raus. Wahrscheinlich. Das erste Kiteboard ist fertig, liegt hier hinter mir. Lack ist trocken und wir fangen jetzt direkt an, das zweite Kiteboard zu bauen. Bevor wir das Ganze machen, kurzes Unboxing-Video. Oh. Was soll das Ganze schon wieder? Ich habe ja jetzt eine ganze Menge an neuen Kamerastuff gekauft und eine Sache, die beim Film super wichtig ist, ist eine richtig gute Beleuchtung. Ich habe eine richtige Studiobeleuchtung gekauft. Die bauen wir jetzt auf und dann filmen wir direkt das nächste Kiteboard-Bau-Video mit den Lampen. Das sind 2 Lampen, die ich aufstelle und jeweils 4 Birnen sind pro Lampe eingebaut. 2.500 Watt, glaube ich. Die schraube ich jetzt in diese beiden Befestigungen rein. Das wird so übel. Der Hauptgrund, warum ich mir so eine Studiobeleuchtung gekauft habe, wurde in einem anderen Video schon bereits erwähnt. Und zwar für Moby Dick.
Moby Dick ist etwas, was am 20.01.2017 das erste Mal veröffentlicht wird. Dazu habe ich mit Sören zusammen und mit anderen Freunden ein Filmstudio gebaut. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Beleuchtung habe. Und ich würde sagen, wenn ich die Beleuchtung gleich dran habe, werfen wir mal das erste Mal einen Blick in das Filmstudio. Alter, zieht euch das rein. Ist das ein fettes Ding? Vier Stück? Vier Stück pro Scheinwerfer. Vier. Was meint ihr, was das an Strom zieht? Wenn mein Hund beim Arzt gewesen ist, dann kriegt er auch immer sowas um, damit er sich nicht selbst irgendwie die Wunde beißt. Ich glaube, dafür ist es nicht da. Die Beleuchtung ist jetzt zusammengebaut und eigentlich wollte ich jetzt ein Kiteboard bauen. Ich würde aber mal sagen, ich bin echt gespannt, wie das in dem Filmstudio, was wir extra gebaut haben, aussehen wird. Und am besten testen wir mal dort jetzt das Licht. Ich würde mal sagen, ich packe jetzt meine Sachen, gehe mal eben kurz zum Auto und fahre ich ins Filmstudio. Wir machen das anders. Wir lassen das Fahren einfach weg und drehen einfach mal die Kamera jetzt ins Filmstudio hinein. Herzlich willkommen bei Moby Dick. Ihr wusstet ja, dass ich eine coole Mutter habe, ne? Und die hat mir ja erlaubt, Kiteboards im Keller zu bauen. Und die Manufaktur, die Kiteboard-Manufaktur, befindet sich da hinten. Könnt ihr das sehen? Genau da. So, und jetzt hat meine Mutter mir erlaubt, auch im Keller ein kleines Filmstudio zu bauen. Wir müssen dazu noch die Decke fertig machen. So wird das Ganze ungefähr aussehen. Hier haben wir Fliesen. Und da haben wir Teppich. So, und jetzt testen wir mal die Beleuchtung. So sieht das Moby Dick Filmstudio aus bei mir im Keller. Und von hier aus werden wir jetzt jeden Monat was ganz Besonderes euch zur Verfügung stellen. Jetzt machen wir mal die Beleuchtung aus, damit ihr mal sehen könnt, was das bringt. So sieht das Ganze ohne Licht aus. Licht ist aufgebaut, Filmstudio habe ich euch gezeigt und jetzt bauen wir das zweite Kiteboard. Ich habe da schon mal was vorbereitet, also einmal das fertige Kiteboard steht hier auf der Seite, das ist schon lackiert und alles, präsentiere ich euch in einer Extra-Folge, nicht heute. Und wir machen jetzt hiermit weiter. Bei diesem Kiteboard habe ich schon mal so ein bisschen was grob vorgearbeitet, also ich habe hier schon so ein bisschen die Rails gemacht und wir werden uns heute mit der Konkave beschäftigen. Die Konkave ist hier unten. Die Konkave sieht echt noch sehr grob aus. Die habe ich mit einem Bandschleifer vorgearbeitet. Werde die jetzt mit Schmirgelpapier nochmal weiter bearbeiten, sodass sie wirklich schön glatt wird. Wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Kiteboards. Bei dem Kiteboard, was wir in den letzten Folgen fertig gemacht haben, haben wir eine ganz gerade Outline und wir haben hier solche Channels eingebaut. Bei dem neuen Kiteboard haben wir eine negative Outline im unteren Bereich und wir bauen eine Konkave ein. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail. Sprechen wir mal über die Outline. Ihr könnt hier erkennen an dem linken Kiteboard, dass es eine negative Outline ist, beziehungsweise dass sie negativer ist als die von dem rechten Kiteboard. Das bedeutet, dass hier dieser Bereich mehr ins Kiteboard hineingeht oder mehr zur Mitte hingeht als bei diesem Kiteboard. Hier haben wir eine sehr gerade Outline gewählt, weil hier die Motivation war, möglichst viel Fläche aufs Wasser zu bekommen für den Leichtwindbereich. Dann, nächste Änderung, schauen wir uns mal das Tail an. Hier könnt ihr erkennen, dass es ganz gerade ist. Hier hingegen haben wir ein Fishtail gewählt und werden mal sehen, wie das Ganze auf dem Wasser funktioniert. Schauen wir uns jetzt mal das Unterwasserschiff an. Hier haben wir solche Channels eingebaut, während ich hier versuche, eine Konkave zu schaffen. Dazu habe ich mit dem Bandschleifer schon mal so grob was ausgeschliffen, vorgeschliffen. Und ihr erkennt, in der Mitte ist es deutlich weniger Material als nach außen hin. Das bedeutet, wenn das Ganze fertig ist, wird es eine Konkave. Das bedeutet eine runde Form, die in das Kiteboard hineingeht. Damit werden wir ebenfalls, genauso wie bei dem rechten Kiteboard, werden wir auch hier damit das Wasser kanalisieren und Auftrieb schaffen. Schauen wir uns jetzt mal die Nose an. Erkennt ihr den Unterschied? Wir haben hier rechts eine recht spitze Nose, während das Ganze auf dem linken Kiteboard etwas runder wird. Damit wir das besser erkennen, lege ich mal beide Kiteboards übereinander. Und ihr erkennt sofort, dass diese Nose runder ist als diese hier. Auch die Rails wurden von mir schon mal grob vorgearbeitet, sind aber noch lange nicht fertig. Das ist einfach nur jetzt quick and dirty, um den Ganzen eine Form zu geben. Wir sehen, dass die sich wieder zum Tail hin verändern und richtig kantig wieder werden. Wenn wir beide Kiteboards übereinander legen, erkennt ihr sofort, dass die Rails komplett unterschiedlich gewählt worden sind. Hier sehen wir schon wirklich einen sehr harmonischen Übergang, der das ganze Kiteboard sehr dünn gemacht hat. Schaut euch das mal an. Während
dass bei diesem Kiteboard noch wirklich noch nicht fertig ist. Aber ihr erkennt schon, es wird eine komplett andere Form haben. Ich bin in der Manufaktur. Nein, nicht bei mir im Keller, in der Manufaktur. Ja, ja, eigentlich schon im Keller. Bei diesem Kiteboard wurde wirklich alles anders gewählt. Wir haben jetzt eine negative Outline, wir haben jetzt ein Channel unterm Kiteboard, wir haben ein Fishtail, eine rundere Nose und andere Rails. Das wird wirklich auf dem Wasser alles nochmal verändern und dem Board ein ganz anderes Fahrgefühl geben als bei dem ersten Alaya Kiteboard. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier erkennt ihr jetzt wie grob ich das Ganze hier vorgeschliffen habe. Den Bandschleifer habe ich genutzt, um erstmal überhaupt eine grobe Vertiefung zu bekommen. Hätte ich sofort mit der Hand angefangen zu arbeiten, hätte es ewig gedauert. Und wir sehen hier jetzt ganz viele Rillen und diese werde ich jetzt Stück für Stück mit der Hand rausschleifen. Das wird auch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt jetzt gar nicht so viel, worauf ihr achten müsst. Das Ganze ist jetzt wirklich reine Handarbeit. Es gibt jetzt nichts, was wir jetzt vermessen könnten oder sowas. Achtet darauf. Eine Sache, worauf ihr achten könnt, ist, dass ihr hier langsam flach anfangt und nach hinten hin ein bisschen tiefer werdet. Okay? Deswegen, ich fange jetzt hinten an zu arbeiten und werde mich langsam nach vorne hin vorarbeiten. Im ersten Schritt habe ich mich dazu entschieden, 60er Schmirgelpapier zu verwenden, damit ich möglichst viel abtragen kann. When you fall in love, it is a temporary madness. It erupts like an earthquake and then it subsides. And when it subsides, you have to make a decision. You have to work out whether your roots have become so entwined together that it is inconceivable that you should ever part. Because this is what love is. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own, I'm so lonely, I'm Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was abgeschliffen mit dem 80er Schmirgelpapier. Jetzt schauen wir uns mal gleich die Konkave an und ich zeige euch mal, wie ihr grob per Augenmaß überprüfen könnt, ob ihr noch genau am Schleifen seid, okay? Wir erkennen sofort, dass die Fläche schon mal deutlich flacher geworden ist, also sprich, wir haben viel weniger Riefen. Die ganze Oberfläche ist jetzt richtig glatt. Das hier zum Beispiel, das ist keine Riefe, das ist die Maserung vom Holz. Also das Ganze, wenn ich mit der Hand rüber gehe, ist schon sehr, sehr glatt geworden. Das sind alles hier Maserungen, das sind keine Riefen mehr, das ist alles glatt. Okay, jetzt ist die Frage, da wir eine Konkave haben, die diese Form hat, wie prüfen wir das Ganze? Das kann man simpel, man kann es natürlich auch richtig genau messen, aber wir machen es einfach mal quick and dirty. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt was Gerades drunter gepackt. Und jetzt schauen wir da drunter. Wir bräuchten jetzt nochmal Licht von der linken Seite zum Beispiel. Weil jetzt das Licht von rechts fällt, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Aber man bekommt schon mal ein Gefühl dafür, ob man gerade arbeitet oder nicht. Und so nehmt ihr jetzt euer Brett und schiebt es über das ganze Board rüber. Ihr könnt es messen und sehr genau machen. Ich mache das nicht. Ich mache das einfach alles per Augenmaß jetzt bei diesem Kiteboard. Jetzt in diesen Schritt. Später, wenn wir im Finish sind, werde ich das Ganze noch viel detaillierter machen als jetzt. Jetzt haben wir es noch viel weiter hinten hingestellt. So, aber was erkennen wir? Wir erkennen eine Konkave. Seht ihr den Schatten, wie rund der runter geht? Das bedeutet, es ist klar zu erkennen, dass in der Mitte des Kiteboards es tiefer ist als an den äußeren Seiten. Also sprich, wir haben hier tatsächlich eine Konkave reingeschliffen. Schauen wir uns mal die Oberfläche an. Hier muss ich noch ein bisschen was machen. Man sieht es hier, das Licht kommt von der Seite, dadurch sehen wir hier noch so ein bisschen was. Aber wenn man mit der Hand rüber geht, fühlt man schon gar nichts mehr. Es ist wirklich
hier an der Stelle fühle ich ein bisschen was. Und schauen wir uns jetzt mal die Konkave insgesamt an. Die ganzen Kerben konnte ich rausschleifen mit der Hand. Es ist jetzt überall glatt. Das Schwierige ist, das Ganze jetzt hier mit der Kamera darzustellen, weil diese Maserung aussieht wie eine Kerbe. Ist es aber nicht. Es ist halt die Maserung. Das erkennt ihr hier dran, wie das Ganze verschwindet. Das Brett ist in sich schon sehr glatt geworden. Schauen wir uns mal aus dieser Perspektive an. Könnt ihr das erkennen? Wir haben jetzt nur noch... Wir erkennen jetzt hier wirklich eine Rundung und die Konkave. Und die ganzen Riefen in der Mitte sind weg. Wisst ihr, was mir jetzt gerade auffällt? Schaut euch mal diese Maserung hier links an. Warte mal, um die Kamera festzuhalten. Schaut euch mal an, wie diese Maserung hier in diesem Bereich verläuft und hier runter geht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das aussehen wird, wenn es lackiert ist. So eine Maserung wird dann richtig rauskommen und richtig, richtig geil aussehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich mal wieder richtig Blut geleckt und werde jetzt auch noch weitermachen. Aber für diese Folge reicht das jetzt. Wir machen jetzt erstmal für heute Feierabend und ich werde jetzt nochmal alleine ein bisschen weiterarbeiten an den ganzen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder anderen Kitesurfern erzählen würdet, was ich alles hier im Keller zauber. Viel Spaß bei den nächsten Folgen.